Die kommen anscheinend nicht zurecht mit dem Ding. Oh, na ja, es will nicht zugehen. Dann würde ich vorschlagen, Sie besorgen sich einen ordentlichen Handwerker. Sie haben ja keine Ahnung von solchen Sachen. Oh, Mr. Buttermaker, das ist Terry Baylor, mein Großvater. Oh, ja. Hey. Ahmad hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Sie haben damals, so viel ich weiß, in der Liga gespielt. Ja, ich war bei den Baltimore Elite Giants. Der Roy Campanella war doch auch bei denen. War ein verdammt harter Jungs. Ach, so wild war es auch nicht. Was? Ihr wart die Größten, weiß doch jeder. Und er war der Allergrößte. Er wird für 2 Wochen bei uns bleiben. 2 Wochen. Und wir werden eine Menge Spaß haben, was, Großvater? Deshalb bin ich hier, mein Junge. Willst du dir mal meinen Schrank ansehen? Da steht mein Name drauf und alles. Ein Schrank? Alles, was wir hatten, war ein Nagel. Ja. Ist der Junge nicht fabelhaft? Er will alles mit mir teilen. Ach, er steht in der 2. Reihe. In der 2. Reihe rechts. Buttermaker, helfen Sie mir bitte. Ich weiß nicht, was ich mit ihm anfangen soll. Weißt du nicht zufällig die Kombination von dem Ding hier? Ehrlich, der macht mich noch völlig irre. Er lässt mich nicht eine Minute allein. Können Sie sich nicht um ihn kümmern, hä? Hey, Moment, wofür hältst du mich? Für einen Briefkastenonkel? Wenn du Familienprobleme hast, dann red mit deinem Vater. Aber Daddy hat doch für sowas keine Zeit. Der hat nämlich einen richtigen Job. Hey, Großvater, komm rein. Mr. Buttermaker möchte mit dir reden. Mach sowas nicht nochmal, ja? Komm rein. Oh Mann, heute Nacht war es wirklich leicht abzuhauen. Mein Babysitter hat auf dem Sofa gehockt und mit ihrem Freund geschmust. Uah. Liebe Jungen und Mädchen, es ist Mitternacht. Die Zeit des Horrors. Und heute läuft Strandparty der Vampire. Junge, Vampirfilme sind das Größte. Da küssen sie sich nicht. Ja, und ein Haufen Blut. Hey, Ahmad, wollen wir morgen die Verkehrsschilder umdrehen? Oder hast du wieder was mit deinem Großvater vor? Hey, gar kein Problem. Nein, Buttermaker wird sich schon um ihn kümmern. Er hat ihm gesagt, ein Mann braucht Zeit für sich selbst. Ja, das ist das Leben. Ja. Hey, Jungs, seid ihr immer noch auf? Psst. Hört mal, ich habe eine tolle Neuigkeit für euch, Jungs. Großvater, lass uns zufrieden, Mann. Hey, das scheint ja ein ganz toller Film zu sein. Strandparty der Vampire. Großer Gott, wo ist der Vampir? Das ist der Kerl in dem Cape, der Volleyball spielt. Oh ja, das Ding habe ich schon mal gesehen. Der Schluss ist prima. Nein, nicht erzählen, bitte. Also, Frankie fährt mit dem Surfbrett direkt durch das Vampirsherz. Was soll ich mit ihm machen? Naja, ich muss jetzt wieder reingehen. Hey, ich hätte es fast vergessen. Ich hatte eine sehr nette Unterhaltung mit eurem Trainer. Und ein paar Bierchen. Wisst ihr, was er gemacht hat? Auf den Hintern gefallen? Nein. Freunde, vor euch steht der neue Hilfstrainer. Wir sehen uns auf dem Spielfeld. Bete für Regen. Jetzt zeigen wir denen, was eine Hake ist. Wir gehen jetzt da raus und besiegen die Cougars. Großvater, wir spielen gegen die Löwen. So? Gegen die spielen wir auch? Na, wie auch immer. Wir werden sie besiegen. Ja, den Löwen! Du zeigst denen, was in dir steckt, Ahmad. Okay, Ahmad, fangen wir an. Zeig sie. Hey, Buttermaker, vielleicht haben Sie mich nicht richtig verstanden. Als ich sagte, Sie sollen mit Großvater reden, da wollte ich nichts weiter, als dass er mir nicht dann dauernd auf der Pille sitzt. Ich habe ihn gebeten, mir zu helfen, weil er ein toller Kerl ist und wir viel von ihm lernen können. Hey, was kann ich schon von ihm lernen? Wie ich mal meinen Enkelkindern auf den Keks gehe? Hör mal, ich habe das nur meinetwegen getan. Ich weiß, dass du alles beherrschst, aber vielleicht kann ich noch was von ihm lernen. Also gut, komm jetzt, raus mit dir. Okay, Björn, es geht los. Ich will heute mal was sehen von euch. Mann, irgendwie schafft er es immer, dass man sich mies fühlt, wenn er es will. Los, bring mal einen guten Schlag! Zweiter Fehlschlag! Hey, David! Hör auf deinen Onkel Roy! Du kannst nichts! Hör nicht auf diesen Windbeutel, Junge! Der will nur, dass du nervös wirst! Jetzt verlagere dein Gewicht auf den hinteren Fuß, dann ausholen und schlagen!
Aha. Okay, Mandy, ganz ruhig. Ja! Sehr gut, Junge, sehr gut. Guter Schlag, was? Ja, wissen Sie, ich find's wundervoll, wenn die Kinder Spaß am Baseball haben. Also los, weiter, weiter! Hör mal, immer dranbleiben. Wir haben noch alle Chancen. Wir brauchen jetzt nur mal einen Lauf. Du machst das schon. Zeig's ihnen! Was ist denn? Wie stehst du denn da? Was haben Sie gesagt? Ich hab gesagt, wie stehst du denn da, weil du nämlich nicht auf dem Mal stehst. Und da musst du stehen, verstehst du? Er ist raus! Ja, das hast du nun davon. Ich spiel nicht mehr mit! Wie soll man denn sowas bewerten? Als einen Fehler von dem Aushilfstrainer da hinten. Ich hab gedacht, der Typ will uns helfen zu gewinnen. Ja, aber nur im Quatschen gewinnen wir. Warum tut er nicht das, was alle alten Knaben tun? Tauben füttern oder Nickerchen machen? Oder abhauen nach Miami Beach, wie meine? Ja, Ahmed, wenn dein Großvater schon jemanden trainieren muss, dann besorg ihm eine Murmelmannschaft. Hey, jetzt schieb meinem Großvater bloß nicht die Schuld für deine dämlichen Fehler in die Schuhe. Saftsack. Durch meinen Großvater verlieren wir noch das Spiel und daran haben nur sie Schuld. Aber klar, einer ist immer der Blöde. Fehlschlag 3, du bist raus! Ahmed, würdest du mir wohl bitte einen Gefallen tun? Bitte gewinn uns das Spiel. Okay, Lupus. Los, Ahmed, wir können es doch schaffen! Alles okay, Lupus. Ahmed ist jetzt am Schlag. Also los, Ahmed! Zeig's uns! Ja, los, Ahmed! Ja! Ja! Los, schnell, Ahmed! Vorwärts, los, komm, Ahmed! Weiter, weiter, du schaffst noch einen! Schneller, schneller! Hello, Ahmed! Und noch eins! Halt! Nein! Du bist raus! So ein blöder Idiot. Also wirklich, sowas Dämliches. Du hast es wenigstens versucht. Und das macht das Spiel so aufregend. Nicht für mich. Gut. Wollen Sie vielleicht noch ein paar Kartoffeln, Mr. Buttermaker? Bitte? Oh, nein. Aber ein paar Erbsen nehme ich noch und ein bisschen von dem köstlichen Huhn. Ein Stück Keule oder Flügel. Mensch, Sie können aber was verdrücken. Wann haben Sie das letzte Mal was gekriegt? Hm? Mr. Buttermaker, Sie waren noch nicht im Laden, seit wir angebaut haben. Warum kommen Sie nicht morgen mal vorbei und sehen sich um? Da gibt's alles alte Zeug, nur teurer. Was sagst du, Ahmed? Er meint's nicht so. Er ist nur noch ein bisschen wütend wegen des Spiels. Er hat einen guten Schlag gemacht und ist dann nicht ganz bis zum Mal geschafft. Es waren nur Millimeter. Ist doch Quatsch. Ich war über eine Meile zu kurz. Übrigens, der Radiowecker, den Sie mir verkauft haben, ist wirklich prima. Der weckt mich jeden Morgen pünktlich mit Musik. Jetzt muss er nur noch Betten machen lernen. Warum hast du mich weitergeschickt? Wieso hast du nicht gemerkt, dass ich es nicht schaffen kann? Ich hätte es ganz bestimmt geschafft. Ich war schon immer doppelt so schnell wie du. Im Quatschen, aber nicht im Laufen. Reiß dich zusammen, Ahmed. Ist doch irgendwie komisch. In meiner Jugend war eine Uhr eine Uhr und ein Radio und ein großer Kasten in der Ecke. Da kann man mal sehen, wie sich die Zeiten ändern. Ahmed ist sehr schnell. Ihm fehlt nur noch der letzte Schliff. Soll ich dir mal was sagen? Wir trainieren morgen mal ein paar Sprints, okay? Ist doch Quatsch. Laufen muss ich nicht trainieren. Ich durfte bloß nicht weiterrennen. Das ist alles deine Schuld. Das weißt du genau. Ahmed! Wenn er auf dem Feld so schnell gewesen wäre, dann hätte er es geschafft. Ich werde mich mit dem Bengel mal unterhalten. Eine Kopfnuss ist das Einzige, was der Kerl versteht. Kimia, lass gut sein, Bill. Er sagt sowas in der Hitze des Gefechts. Du weißt doch, Kinder und Baseball. Aber Dad... Setz dich hin und iss auf. Aber Pap... Wenn er mich jetzt entschuldigen wollte, ich würde mich verziehen und ein Pfeifchen rauchen. Warten Sie einen Moment, Henry, ich komme mit. Entschuldigt mich. Es war köstlich. Hey, Daddy, warum habe ich kein Radio mit einer Uhr drin? Henry, was haben Sie morgen vor? Die Yankees spielen gegen die Angels. Wollen wir uns das ansehen und nachher ein paar Bier trinken? Es geht leider nicht. Ich muss abreisen. Ich glaube, was Ahmed angeht, bin ich schon viel zu lange geblieben. Er kann mich nicht mehr riechen. Sie laufen vor dem Jungen weg, ja? Könnten Sie recht haben. Wie haben Sie es dann 12 Jahre lang bei den Profis ausgehalten?
Pausenlos Busfahrten, 3 Spiele pro Tag bei 2 Stunden Schlaf. Das war nicht so wild. Ich bin gut zurechtgekommen. Aber mit einem Jungen, der nicht mal mit mir reden will, komme ich nicht zurecht. Ja, das ist schwierig. Ich will Ihnen was sagen, Henry. Wir haben beide eine Menge Jahre auf dem Buckel. Und wenn wir das, was wir gelernt haben, den jungen Burschen nicht weitergeben können, dann ist das für uns ein Verlust und für Sie. Ich wollte so viele Dinge mit dem Jungen gemeinsam machen, aber er gab mir einfach nicht die Chance dazu. Tja, dann nehmen wir an, wir können ihn überreden. Was halten Sie davon? Tja, warum nicht? Ich war schon immer ein Spieler. Ich weiß, ich habe gehört, wie Sie ihn weitergeschickt haben. Ah, er klimpert mit Pennys. Wisst ihr, wenn man einen Penny runterwirft vom New Yorker Empire State Building, dann kann durch die unglaubliche Beschleunigung ein ganzes Auto demoliert werden. Weißt du auch, was passiert, wenn wir dich vom Empire State Building runterschmeißen? Ja, das ist seltsam, aber nach Galileo Galileis Beobachtungen würde ich genau mit derselben Geschwindigkeit fallen wie der Penny. Mann, was du alles weißt. Wieder nicht. Also dann, Jungs, kommt schon, es geht los. Umziehen, alles umziehen. Hey, Platz machen. Ich bin am Wurf. Ja, das Spiel ist noch nicht vorbei. Ach so, na dann. Jetzt ist es. Toll, armen unschuldigen Kindern ihr Taschengeld abluchsen. Können Sie da überhaupt noch ruhig schlafen? Jetzt weiß ich endlich, was mich nachts so beschäftigt. Also los, kommt jetzt, umziehen und Abmarsch. Wir spielen gegen die All-Stars. Das ist ein Spiel, das ihr niemals vergessen werdet. Also kommt jetzt, umziehen, beeilt euch. Großvater Wally! Großvater Boyle! Großmutter Mary! Hey, da ist mein Großvater, der Dicke da draußen! Kannst du mich sehen, Großvater? Gut gefangen, Henry! Buttermaker, was ist dir eigentlich los? Wieso? Was soll los sein? Hast du noch nie was vom Tag der alten Knaben gehört? Ja? Also dann! Das Spiel beginnt! Naja, was macht man nicht alles für $5? Ich glaube, das wird furchtbar peinlich werden. Ja, für die Opas. Sieh sie dir doch mal an. Die Handschuhe von denen sind älter als unsere ganze Mannschaft. Wie soll ich denn bloß den Ball zu werfen, hä? Ganz langsam und tief. Also gut, ich werfe ganz tief. Vielleicht trifft sogar einer. Dann haben sie ihren Enkelkindern was zu erzählen. Mhm. Moment mal, wir sind doch aber die Enkelkinder. Ja, los, Henry! Los, Leute, alle ins Feld rein. Ihr werdet sie niemals aus dem Innenfeld rauskriegen. Denken Sie dran, Henry, der Löwe von Baltimore trifft immer. Ja, ich werde es mir merken. Ja, weiter so. Hey, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Wow, was war denn das? Das war Baseball, mein Junge. Ach was, bloß Zufall. Komm, reiß dich zusammen, okay? Los jetzt, Wolle! Dass du noch langsamer bist als dein Großvater. Okay, aber noch schneller als meine Großmutter. Okay, Buttermaker, jetzt sind schon die gut, Mary. Wir können was erleben. Hey, jetzt kommt unser Schlaumeier dran. Gehen wir lieber ein paar Meter zurück. Pass auf, Amanda, der kann schlagen. Okay, Manny, zeig mal, was du gelernt hast. Ein Hammer, Amanda! Erster Fehlschlag! Sie haben sich doch nichts gebrochen, hoffe ich, alter Knabe. Keine dummen Sprüche. Hol ihn von den Füßen, Amanda! Ja! Thank you.
das war alles bloß Zufall. Okay, Josh, du wirst es schaffen, da bin ich ganz sicher. Klar werde ich es schaffen, Baby. Er hat Baby zu mir gesagt. Du triffst ihn, Josh! Komm schon! Mann, beeil dich doch! Raus! Toll, Großmutter! Toll, Großmutter Mary! Sie ist eine wundervolle Köchin, wisst ihr? Kann sie Kartoffelpuffer machen? Mein Großvater Murmeltier. Der schläft eigentlich immer, nur heute nicht. Oh, es mag euch vielleicht entgangen sein, aber mein Großvater macht ganz einwandfreie Statistik. Alles, was recht ist, aber die spielen prima Baseball. Müssen sie ja auch, die waren ja dabei, als es erfunden wurde. Das Spiel geht weiter. Naja, Spiele werden nicht erfunden. So etwas kann man entwerfen oder sich ausdenken. Onkel, wie du bist am Ball. Also, was der redet, versteht keiner. Okay, Onkel, wie, jetzt zeig uns aber mal was. Mary, sehen Sie sich das an. Frosty bohrt in seinem alten Handschuh nach Öl. Los, Olivier, schlag zu! Erster Fehlschlag! Sir? Ich habe berechtigten Grund zur Annahme, dass sich eine fremde Substanz auf dem Ball befindet. Da ist keine fremde Substanz drauf, das ist Frostys Cola. Der Ball ist halb weggefressen und sowas trinken wir? Dafür ist es wenigstens billig. Also dann, das Spiel geht weiter. Ja, zeig ihn, ja. Schau's nicht, ja, ja, pass auf. Schau's nicht. Ja. Ja. Das Spiel geht weiter. Los, deine Haut raus. Du bist raus! Tja, so ein Mist! Warum habt ihr gesagt, ich soll weiterlaufen, ne? Du bist raus, kleiner Scheißer! Ich werd verrückt! Du hast das böse Wort gesagt! Das werde ich Fati sagen! Dein Fati ist auch ein kleiner Scheißer! Was? Wer sagt das? Ich hab das gesagt! Oh ja? Ja! Oh ja? Ja! Hey, der Bengel ist raus! Was gibt's hier noch für eine Debatte, hä? Mischen Sie sich da nicht ein! Das ist Familienangelegenheit! Was machen die denn da draußen? Hey, Ahmad, dein Großvater macht sich prima. Der hat einen kräftigen Arm, weißt du? Ja, irgendwann hat jeder mal Glück. Komm, Ahmad, hau das Ding in die Wolken! Okay, Großvater, jetzt kannst du was sehen. Aha! Lauf, Ahmad, lauf, lauf, lauf! Ich glaube, der hat einen furchtbaren Schlag. Kommt lieber ein Stück zurück. Vorwärts, Amanda! Ja, 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 ja. Weiter, weiter! Nimm ihn schon auf, Fritschi! Los, wirf, Fritschi! Mann, der hat mich vielleicht aufs Kreuz gelegt. Jetzt doch los, Henry! Wir fegen sie vom Feld! Okay, Ahmad! Jetzt passt gut auf! Vorsicht, Amanda! Der kann schlagen! Los, Amanda! Hast du dich verletzt? Oh nein, es geht schon. Aha, du redest wieder mit mir. Ich würde es gern, wenn es dir nichts ausmacht, jemandem zuzuhören, der so dämlich ist wie ich. Hey, sowas solltest du nicht von dir sagen. Vielleicht habe ich dir zu sehr auf der Pelle gehockt. Weißt du,
Es gibt Großväter, die wollen ihren Enkeln nur Eis kaufen und die kommen jeden dritten Sonntag und kneifen sie in die Backen. Möchtest du mir in die Backen kneifen? Kneif mich, so doll du willst. Nein, das ist nicht genug für mich. Ich möchte mit dir zusammen sein. Weißt du, ich werde nicht jünger und die Zeit, die ich mit dir verbringen kann, ich kann mir vorstellen, du weißt nicht, was das für mich bedeutet. Das bedeutet für mich auch viel, Großvater. Soll ich dir mal was sagen? Von jetzt an sind wir beide ein Team. Okay. Hey, morgen gehen wir in den Zoo. Da werden wir einen Haufen Spaß haben. Wie findest du das? Vergiss den Zoo. Zeig mir lieber den Baltimore-Hammer. Baltimore-Hammer? Klar, du hast recht. Aber erst morgen. Jetzt solltest du erst mal den Ball fangen. Ich will noch ein paar Punkte machen. Bleib auf dem dritten Mal stehen, Henry! Ich mache einen Home Run! Das ist wirklich ein Spiel.